Liebe Bayern, liebe Spielerinnen, liebe Spieler, liebes Präsidium, lieber Vorstand, schön, dass ihr heute alle zu uns gekommen seid. Wir freuen uns narrisch, dass ihr uns die Gelegenheit gibt, diesen Empfang zu machen und dass ihr uns die Ehre gibt, bei uns zu sein. Herzlichen Glückwunsch zur jeweiligen deutschen Meisterschaft. Vielen Dank. Stadträten samt jungen Fans, die sich alle freuen, euch heute hier zu sehen. Zwei, drei Sätze muss man nach so einer Saison allerdings auch tatsächlich sagen. Also, ich habe sowas schon sehr lange nicht mehr erlebt. Ich bin schon sehr lange, wir waren jetzt schon ein paar Mal hier, also ich 10 Mal jetzt am Balkon mit Bayern-Mannschaften, die Meister waren. Sowas wie dieses Wochenende habe ich nicht erlebt. Also ganz ehrlich, was da passiert ist, muss man sich einfach nochmal Revue passieren lassen. Die deutsche Fußballmeisterschaft für die Herren und für die Frauen wird jeweils am letzten Wochenende entschieden. Und dann heißt der deutsche Meister jeweils FC Bayern München. Bei den Herren war es tatsächlich sehr knapp. Ich muss Jamal nochmal nachträglich zum Geburtstag, aber vor allem auch zu diesem Tor gratulieren. Sensationell. Zittern, wenn man 7-0 zur Pause verliert, führt, dann verliert man meistens immer so hoch. Ich hab 11-1 gewonnen. Ich habe mich erinnert, mein erstes Fußballspiel, was ich mit meinem Vater anschauen durfte, vor 50 Jahren, ging auch 11-1 aus. Es war im Grünwalder Stadion und die Bayern spielten gegen Borussia Dortmund. Das war ein 11-1 und das hat mich zum überragenden Bayern-Fan gemacht. Damals Tore geschossen von Uli Hoeneß und Gerd Müller, Roth und so weiter. Also alles sind die Helden aus meiner Generation. Ihr habt sie etwas grandios gemacht. Gratulation nochmal, toll. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute gemeinsam wieder beide Mannschaften auf dem Balkon sind. Und ich glaube, jetzt höre ich auch sofort wieder auf. Auf dem Marienplatz freut sich nämlich noch mindestens 15.000 bis 20.000 Menschen, euch zujubeln zu dürfen. Gratulation nochmal. Und wie ich es jedes Jahr mache, sage ich bis nächstes Jahr.